Wenn der Tabellenführer beim vorletzten gastiert, dann ist die Favoritenrolle klar vergeben. Da die jungen Wikinger aber zuletzt Gurten besiegen konnten, sind die Welser mit Sicherheit gewarnt. Die Amateure der SV Gundermatik Ried von Beginn an sehr bemüht, verstecken sich nicht und kommen auch zur ersten Möglichkeit. Luka Lukic mit einem Kopfball. 14. Minute, wir sehen die erste nennenswerte Aktion der Spielgemeinschaft Hogo-Wels. Und dann steht es auch schon 0:1. Da starten die Innviertler gut in dieses Spiel, sind aber einen Moment zu passiv in der Verteidigung und schon führen die Welser. Adrian Castro Mesa lässt hier Dominik Stöger keine Chance. Auch Maximilian Senfter und Wolfgang Fierler sind unter den 300 Fans am VTA Soccer Field und die beiden sehen genauso wie Trainer Hubert Zauner eine nach wie vor sehr engagierte Vorstellung der jungen Wikinger. Roman Steinmann mit dem 1:1 am Fuß, er scheitert aber an der Stange. Und nur wenig später ist es dann Lukic, der ebenfalls nur die Torumrandung trifft, die Rieder jetzt klar gefährlicher und dem 1:1 sehr nahe. Wels dann noch kurz vor der Pause mit einer schön herausgespielten Chance, aber hier scheitert Schweighofer an Stöger. Nach 45 Minuten führen die Gäste also mit 0:1. Der Tabellenführer kommt dann aber besser aus der Kabine zurück ins Spiel. Zunächst ist es Galliano mit diesem Kopfball, der knapp sein Ziel verfehlt. Und nur wenig später probiert es der Ex-Rieder Philipp Birgliner mit diesem Schuss. Aber wieder ist Dominik Stöger zur Stelle. Die jungen Wikinger immer noch bemüht, Wels macht aber die Räume dicht und so sind Chancen für Schwarz-Grün selten und wenn, dann nicht gefährlich. 84. Minute, Baumgartner gegen Zümrüt und für dieses Foul kann es nur eine Karte geben und die hat die Farbe Rot und das sieht natürlich auch Andreas Rottmann so. In den letzten Minuten passiert dann nichts mehr und damit gewinnt Wels gegen Ried mit 1:0. War nicht einfach, ja. Wir wissen das, wenn wir da spielen in Ried, das ist immer schwierig. Natürlich auch heute da in der Akademie war es nur einmal umso schwieriger, weil der Platz auch dementsprechend ein bisschen enger ist. Aber ich sage, die jungen Buben haben es recht gut gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben die besseren Chancen gehabt und hätten vielleicht das eine oder andere Tor noch mehr machen können. Ja, ergebnistechnisch ist jetzt natürlich nicht erfreulich. Aber ich bin trotzdem der Meinung und ich glaube, da werden wir viel Leute recht geben. Abgesehen vom Ergebnis ist die Leistung überragend gewesen. Die Richtung stimmt, wenn wir jetzt weiter so weitermachen, einfach dranbleiben, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis wir die nächsten Punkte einfahren. Die Regionalliga Mitte wird damit weiterhin von Wels angeführt. Die jungen Wikinger wiederum müssen jetzt zu den WRC-Amateuren und empfangen dann am Samstag, 30. September, Weiz.